Na, die Frage ist ja, ob das ein Ziel ist, was man sich so setzen will. Wir haben große Zweifel daran, ob man das an einer Zahl festzumachen, ob das Sinn hat. Wir glauben auch nicht, dass die nationalen Zahlen wirklich sinnhaft sind, sondern wenn, dann muss es darum gehen, dass die Europäer gemeinsam die Fähigkeiten entwickeln, die sie für notwendig erachten, und man das auch gemeinsam stemmt und Synergien schafft. Die Länder, die bis jetzt in Europa die 2% erreicht haben, sind unter anderem Griechenland, weil sie einen aufgeblähten Beamtenapparat im Verteidigungsbereich haben. Also das sind für mich alles keine Benchmarks, wo ich sagen würde, das ist die richtige Richtung. Und auch so muss es darum gehen, dass wir an sich eine Friedensfähigkeit haben in der Welt. Und da gehört eben nicht nur die Verteidigung dazu. Die Alternative ist, dass wir als Europäer uns überlegen, welche Fähigkeiten wir auch im Rahmen der NATO wirklich zur Verfügung stellen wollen, was wir als Szenarien sehen. Es gibt eine europäische Sicherheitsstrategie, die ja auch Anhaltspunkte dafür liefert. Es gibt jetzt eine europäische Verteidigungsunion, die auf den Weg gebracht wird. So, das ist der Rahmen, in dem man sich gemeinsam weiterentwickelt. An abstrakten 2%-Zielen, nur damit wir diese 2% erreichen, irgendwie Milliarden rauszuhauen. Da freut sich zwar die Rüstungsindustrie drüber, aber ob wir dadurch einen Schritt weiter sicher sind, wage ich zu bezweifeln. Von daher ist das für mich, klar hat man sich da irgendwann mal gesagt, wir verabreden uns auf diesen Weg dahin, das ist ja auch kein komplett verbindliches Ziel. Aber von daher glaube ich, wir müssen da wirklich einfach daran anknüpfen, was wir gerade heute wirklich brauchen. Ich denke nicht. Es wurde x-fach in den Dokumenten selber erwähnt, dass es nicht als Konkurrenz zur NATO geplant ist, sondern dass man einen europäischen Pfeiler innerhalb der NATO dadurch stärkt. Das war ja auch immer der Wunsch der Amerikaner, dass die Europäer da mehr Verantwortung übernehmen sollten. Von daher glaube ich, ist das weder gewollt noch wird es so sein, sondern es entspricht eben auch den Äußerungen nicht nur von Trump, das hat ja vorher auch immer schon Obama und Bush gefordert, dass die Europäer sich selber mehr um ihre eigene Verteidigung auch kümmern. Wenn es jetzt die Europäer machen, darf man sich dann auch nicht drüber beschweren und sagen, ihr macht jetzt Konkurrenz zur NATO, sondern ist de facto notwendig in Zeiten auch von volatileren internationalen Beziehungen. Ich finde, dass es notwendig wäre, dass Deutschland auch immer den breiten Blick reinbringt, wenn es um Frieden und Sicherheit geht. Und wir alle ja auch wissen, dass die Militäreinsätze der letzten Jahre und Jahrzehnte nicht überall immer vor Ort sofort für Stabilität gesorgt haben. Und das eben sehr komplex ist und man langen Atem braucht und man auch wesentlich mehr Krisenpräventionsansätze braucht und schauen muss, dass die Konflikte nicht immer wieder neu ausbrechen. Und wir dafür eigentlich wesentlich mehr noch lernen müssen und besser werden müssen, weil am Ende kann das Militär immer nur Räume schaffen, um politische Aktionen wieder voranzubringen. Wenn dann dort aber nichts kommt, ist es am Ende eben nicht ausreichend. Und ich glaube, das wäre ein Beitrag, den Deutschland innerhalb der EU bringen könnte und auf den wir auch pochen sollten, damit wir insgesamt wirklich da zu nachhaltigeren Ansätzen kommen.